Mit wie viel können wir das Bunkersilo befüllen? Haben wir genug Gras? All dies wird jetzt geklärt. Herzlichen Dank fürs Wiedereinschalten und herzlich willkommen hier zurück im No Man's Land. Ich habe mal off-Kamera ein bisschen Gras weggefahren, ins Silo reingepackt, verdichtet. Wir werden auch gleich noch einen kleinen Zeitraffer davon sehen. Es geht also weiter jetzt, weiter Mäharbeiten und Schaufelarbeiten. Dann werden wir dann sehen, wie viel in das Silo passt und was die Perspektiven sind. Also das gibt definitiv eine Riesenarbeit hier, alles mit dem Ding draufzunehmen. Vielleicht wäre es tatsächlich dann also zumindest eine der ersten Tauschgeschäften, die ich dann eventuell eingehen könnte, ist, wenn die Fräse gegen den Frontlader eingetauscht wird. Das heißt, ich könnte dann mit der Fräse direkt, aber eben. Oder halt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir verdienen uns die 30.000, die ich brauche, um einen Ladewagen zu holen. Ja, ein Ladewagen ist 30.000, würde aber die Arbeit, glaube ich, extrem viel erleichtern. Aber das ist doch definitiv was. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Ladewagen oder Fräse. Also wenn wir also wenn ich es 13.000 Liter
die Lage wegbringe, dann gibt das 2000 Euro. Circa. Das heißt also, ich möchte hier schon versuchen, irgendwie 10.000 Euro zu machen in den nächsten paar Tagen. Das heißt, ich mache jetzt einfach weiter mit Gras. Gras, Gras, Gras und nochmal Gras. Das Verdichten ist halt mit einem kleinen Trecker, der nicht viel wiegt, nicht so einfach. Also es wird halt ein bisschen dauern. Aber was ich auf keinen Fall will, jetzt hier gleich schon mal voll machen und oder voll machen werde ich ja eh nicht. Aber dann irgendwie danach verdichten zu müssen. Also ich werde versuchen, dass ich hier jede Schicht, die ich hier reinbringe, gleich verdichte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann im Endeffekt schneller ist oder nicht, aber auf jeden Fall glaube ich, ist einfach das Verdichten ein bisschen angenehmer, weil man es, wenn ich es ein bisschen in Teile aufteilen kann, also dass das nicht einfach alles aufs Mal Okay, da haben wir ja schon mal 100% verdichtet. Das heißt, werden wir machen weiter. Und jetzt nächste Lade, die nächste Ladung. Da stelle ich jetzt ein bisschen rüber darüber, wenn man nicht so weit zurückfahren muss. Jo, so circa hier hin halt. Also wie wir gerade gehört haben, ist dieses Niemandsland hier, also diese Ecke hier, definitiv unter Beobachtung militärischer Art. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob jetzt das jetzt eine Grenzüberschreitung der spanischen Armee war oder ob das jetzt die Tricolor, also die Grande Nation war.
Das wird die Zukunft dann wahrscheinlich zeigen, solange, sobald ich mich ein bisschen besser hier zu Hause zurechtfinde. Ne, also ich werde sicher dann im späteren Nachmittag, Abend hier in diesem Tag mich noch mal ein bisschen in die Kneipe begeben, um ein bisschen Kontakte zu knüpfen, zu gucken, was da hier in der Gegend noch so abläuft. Natürlich werde ich euch das nicht vorenthalten, aber wenn ihr natürlich davon auch ein bisschen was mitbekommen wollt, seid ihr ganz natürlich sehr, sehr herzlichst eingeladen, auch in einem der Livestreams mit diesem, also über dieses Let's Play euch zu informieren, vorbeizugucken. Also ich werde definitiv am Donnerstag einen Stream zu machen. Versuche danach ein bisschen so jeden zweiten Tag einen Stream zu machen über den Fortschritt dieses Saves hier. Wir werden auch das immer wieder auch Fragen stellen, wo es hingehen soll, was ihr mal anders machen möchtet oder ja, einfach ein bisschen euren Input auch noch entgegennehmen natürlich. Was denkt ihr über diesen Start? Ist dies zu einfach? Ist das in Ordnung? Gilt das als Survival? Wie soll es weitergehen? Was ist möglich noch? Was kann man noch machen? Soll die Spinnerei als Placeable Produktionsstätte dann als Zielsetzung ins Auge gefasst werden? Oder ist das im Moment oder ist das nicht das, was gewünscht ist? Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich weiß, es wird ein sehr Prozess werden hier, aber ich bin sehr motiviert. Ich habe mit diesem Let's Play hier, ich habe mich bisher noch kaum in die Schafzucht angefreundet. Also ich habe eben auch in meinen Singleplayer Let's Plays oder in meinen persönlichen Saves kaum auf Schafzucht gesetzt, also eher dann auf Kuh oder Hühner. Das ist jetzt quasi ein Versuch zu sehen, ob mit Schafzucht auch eine Existenz aufgebaut werden kann. Oder ob das definitiv zu schwierig oder zu schwer ist oder zu einfach, dass man dies so taxieren kann. Ich bin sehr gespannt. Ich werde auch noch versuchen herauszufinden, was mit dem Wasseranhänger hier Sache ist. Ob der einfach nur verbuggt ist oder ob das eine Fehlmanipulation meinerseits war. Das werden wir noch rausfinden. Also werde ich auf jeden Fall noch rausfinden wollen. Ich mache hier noch ein bisschen weiter auf Kamera. Ich will versuchen, dass ich zumindest irgendwie 100.000 Liter Silage erstellen kann. So in der Menge, das war sagen, dass ich sagen könnte, dass ich so in zwei Tage dauert der Gärprozess. Dass ich nach zwei Tagen schon mal so ein Polster von 10.000 erwirtschaften konnte. Dann könnten wir nämlich dann eventuell, wenn wir das sogar noch schaffen, da können wir das Feld mal fertig machen, vorbereiten, damit wir im nächsten Jahr was anbauen können.
könnt ihr auch kommentieren, was in Frage kommen oder was das Sinnvollste wäre. Welcher Weg soll das dann gehen? Ob wir dann vielleicht noch einen Hühnerstall hinzumachen, damit wir vielleicht Gerste anpflanzen würden? Und dann unseren Wachstum den Wachstum des Hofes über die Tierzucht an sich macht. Also erstmal halt mit den Schafen und den Hühnern. Würdet ihr noch ein bisschen Bienen hinbauen? Also was ich auf keinen Fall machen möchte auf lange Frist ist Forst. Das ist nicht meine Welt, deswegen habe ich auch hier nicht wie andere Let's Play-Series hier auf Forst gesetzt, sondern habe halt hier auf die Tierzucht und dann halt mit dem Ausblick auf eine eventuelle Produktionskette mit Wolle erstmal anzufangen und dann eventuell ein Gewächshaus. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Der Wasserturm gibt das Wasser umsonst, also das heißt 0 Euro. Das heißt, es wäre sicher auch eine Möglichkeit, hier Geld zu verdienen, wäre mit einem Gewächshaus oder zwei Gewächshäusern. Einem oder zwei Gewächshäusern. Die kosten ja nicht die Welt. Wasserhänger haben wir. Auch wenn der jetzt im Moment nur bedingt funktioniert. Ich habe noch nicht. Ich werde herausfinden müssen, an was es liegt. Aber auch das werden wir hinkriegen. Vielleicht muss ich einfach warten, bis ein Update kommt. Im Moment haben die Schafe auf jeden Fall Wasser da. Das ist kein Problem. Die werden also in den nächsten paar Tagen nicht verdursten. Und bis dahin, wo der Wasserstand zu tief wird, hoffe ich, dass ich dann genügend Ertrag erwirtschaften konnte, dass ein anderer Anhänger drin liegt. Der ist auch nicht so teuer. Der ist hier, glaube ich, nur 9.500, der Joskin. Bei dem bin ich 100% zuverlässig, zuversichtlich, dass der einwandfrei funktioniert. Was bei diesem Mod-Wasseranhänger nicht funktioniert, kann ich nicht sagen. Hoffentlich wird der noch verbessert mit einem Update. Ja, das ist so meine Hoffnung, das ist der Weg. Und ich hoffe auf euren Input. Bitte darum, dass ihr ein bisschen euren Input auch gibt, damit wir hier eine spannende Serie erstellen können und auch hoffentlich in eine rosige Zukunft blicken. Nicht so wie das mit dem Weinbau in Haute-Belleron war. Das war ja eine Katastrophe. Ich glaube, da war ich einfach zu unerfahren. Das Landstück zu groß, also zu intensiv. Und ich definitiv wahrscheinlich auch, nee, nicht nur definitiv, sondern definitiv sicher, einfach zu ungeduldig. Also für mich ist diese Let's Play Serie hier auch eine Art Therapie. Also ich bin sehr ungeduldig. Ich möchte eigentlich gleich mit 10 Millionen starten, die größten Maschinen hin haben, damit so schnell wie möglich profitabel wird. Aber das ist eine Therapie für mich. Also ich werde hier auf Langzeit spielen müssen. Und da bin ich gespannt, wie lange mir es Spaß macht und B auch die Motivation vorhanden ist, ein Langzeitprojekt zu haben. Das wird man sehen. Thank you.
So, also, morgen kommt Regen, es ist 19 Uhr, wir haben einiges erreicht heute, wir haben hier ganz knappe 80.000 Liter Häckselgut, das decke ich jetzt ab, so, das ist abgedeckt. Das wird jetzt zur Silage vergoren. Und hier haben wir die Schafe. Und schau mal hin. Hier haben wir schon 5 Liter Wolle. Also das heißt, also die Schafe, die sind im perfekten Zustand. Ich werde jetzt nochmal versuchen, mit dem Anhänger da Wasser zu füllen. Das hat ja vorhin irgendwie nicht geklappt. Das heißt, wir hängen jetzt den Straubmann ab. So, dann machen wir die Schafe, also das Wasser bei den Schafen noch voll. Okay, das war der Tag für heute. Ich gehe jetzt mich ein bisschen frisch machen, solange es mich zulässt hier, mich frisch zu machen mit dieser netten Badewanne und in dem netten Gebleibe hier. Werde ich mal sehen, was ich machen werde.
Also wahrscheinlich TV wird es nicht werden. Wenn schon, dann werde ich hier wahrscheinlich ein bisschen LS zocken. So, dann kann ich mir ein bisschen angucken, wie ich morgen weitermachen will. Der Abend ist schön. Dann, ja, das war ein ereignisreicher Tag hier heute. Wir sind erst heute angekommen, heute um 8 Uhr, knapp vor 9 Uhr sind wir hier angekommen mit unserem Zetor. Haben mal ein paar Schafe gerettet, also die drei Schafe, die da auf Wasser und Futter gewartet haben. Die sind jetzt auch völlig gesund sind, also die haben jetzt volle Gesundheit erreicht. 100%, so, das heißt, von jetzt in 5 Monaten werden wir Nachwuchs haben. Das heißt, in 5 Monaten, das heißt dann September, Oktober, November und im Januar werden wir dann Nachwuchs haben. Ja, und bis dahin wird normal Wolle produziert. Schauen wir uns mal den Preis für die Wolle im Januar an. Ist wahrscheinlich nicht ein sehr guter Monat für das Verkaufen von Wolle. Würde ich dann wahrscheinlich sagen, dass wir das dann mehr reinziehen werden, wenn möglich bis in den März. Silage sieht so aus, dass wir jetzt dann eigentlich in die bessere Phase kommen. Das müssen wir aber dann schauen, weil es gibt wahrscheinlich hier nicht große Fluktuationen. Das wird dann die Zukunft zeigen. Ne? Also wir werden auf jeden Fall am nächsten Monat ist September, da ist es ein bisschen höher. Wäre schön, wenn wir nochmal Silage ansetzen könnten. Das heißt, so ging nur, dass wir im Januar, Februar dann Silage verkaufen könnten. Das wäre ideal. Das müssen wir dann gucken. Das ist das, was wir im Auge haben müssen, die Preisschwankung bei Silage. Ne? Das ist das, was wir beobachten müssen. Wir haben noch 2 Monate Zeit für Weizen oder Gerste anzupflanzen. Wir haben noch 1 Monat Zeit, um Hafer anzupflanzen. Wahrscheinlich wird es dann eines der beiden hier werden. Eigentlich würde ich gerne Gerste anpflanzen, weil die etwas früher erntereif ist. Und dann könnte man eventuell dann gleich Raps nachlegen. Oder wir sagen einfach, wir warten ab. Wir lassen das Feld brach liegen. Wir könnten es zwar vorbereiten, könnten ja dann Ölrettich ausbringen. Das ist ja auch im Oktober fertig. Also bis dahin hätten wir Zeit, Ölrettich auszubringen. Damit wir dann im März eine Düngestufe haben, weil wahrscheinlich eine andere Art von Dünger wird nicht drin liegen. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, rein preislich. Ja, das wäre mal der erste Tag gewesen hier in meiner neuen Heimat. Wird mal gucken, ob sich die Wölfe gut verhalten. Oder ob wir morgen ein Schaf weniger haben. Ich hoffe, wir können die Schafe großziehen. Ja, mit diesem Wunsch möchte ich mich verabschieden. Für den heutigen Tag. Ich werde jetzt was essen hier. Und vielleicht gehe ich dann noch auf eine kleine Tour. Vielleicht gehe ich dann noch mal ins Dorf. Aber ich glaube nicht, weil es sind immerhin 20 Kilometer bis dahin. Dauert halt mit 40 km/h ein bisschen. Eine halbe Stunde wäre das. Gut, dann auf Wiedersehen. Danke sehr und bis morgen. Tschüss. Au revoir. Y adios.